Hallo Dampfer, grüß euch wieder einmal. Heute möchte ich euch den Dit vorstellen. Und zwar der Shop heißt mmvapors.gr, Vapors in dem Falle. Das ist hier so eine Wickelbase, die gibt es auch in dem Shop. Die finde ich ganz okay. Es gibt hier so, das ist nicht so richtig hammerhart poliert, das ist nur ganz fein abgedreht worden. Das könnten die auch mehr rauspolieren, aber man sieht hier, die Base ist wirklich einwandfrei gearbeitet. Und die hat sogar ein Vakuum, wenn man die hinstellt, also die bleibt kleben. Sogar auf dem Glastisch. Die hat ein kleines Vakuum. Ist heftig. Also richtig hammerharte Präzision. Das war die Wickelbase. Haben wir hier so diese feinen M-Gravuren, MM-Vapors in dem Falle. Ist ganz schick. Material ist aus Aluminium von der Wickelbase. Jetzt kommen wir zum DIT-Verdampfer. In dem Fall ist es der Glastank. Ja, ist nicht schlecht, wie man hier so sieht. Sieht nicht schlecht aus. Wir haben dann hier einmal einen 14500er von ProVape. Okay, ich habe diese Kombination halt auch gern. Klar haben wir dann auch diese Version. Ist nicht schlecht, oder? Mal kurz, ja, ich schraube den mal auch auf einen Gigi drauf, mal sehen, wie er sich da drauf machen tut. Naja, auf einen Gigi gefällt er mir nicht so. Also, ist Geschmackssache auch. Okay, der liegt zwar so. Ja, nicht schlecht. Aber auf eine GG läuft er halt nicht so gut. So, jetzt. Das war so ein kleiner Einblick, wie er sich auf die Akkus macht. Also, wie er so da aufschauen tut.
Noch mal kurz dampfen. Jetzt schrauben wir den mal auf. Also geliefert wird er normalerweise hier mit dem Steel Window. Das Clear Window muss man sich extra bestellen. Und dieses Drip-Tip auch, Mann, das sitzt ganz, ganz fix. Ist ein sehr schönes Drip-Tip, aber passt halt nur auf den Dit, macht er sich gut. Sehr qualitativ. Das mitgelieferte Drip-Tip ist dasselbe, nur in Plastik. Das ist so mitgeliefert. Sitzt sehr angenehm im Mund. Hat ja hier so komisches, ist alles sehr schön. Also für ein Acryl-Plastik-Drip-Tip ist das schon ziemlich gut verarbeitet. Geht auch sehr stramm rein. Also ziemlich satt, muss man schon echt mit Kraft drauf pressen. Und hier sieht man dann auch hier, die Übergänge sind absolut perfekt. Also hier gibt es nichts zu meckern. Und das sieht dann wieder so aus. Und Tip-Tip ist angenehm, liegt angenehm an den Lippen, sage ich mal. So, jetzt schrauben wir das Ding mal auf. Heißt die Kappe, ne? Bin heute so mit der Sprache ein bisschen zurückgeblieben. Irgendwie kriege ich heute keinen Ton raus. So, jetzt schrauben wir das Ding mal auf, wenn es denn will. Ja, Mann, der sitzt echt brutal fest da drauf. Ja, ist ja auch gar kein Wunder, ne? Also würde ich erstmal die Schrauben. meine Güte. Ja, ich war wohl ein bisschen zu voreilig, okay. Also gut. Wir müssen ja erst die Konterschrauben abschrauben. So. Das ganze Teil demontieren. So. In dem Falle habe ich hier ein bisschen gebastelt. Man sieht hier, ich habe unterschiedliche Muttern benutzt, um einfach die Luftzirkulation in der Verdampferkammer zu verbessern. Das, also die kleinen Schrauben sind eigentlich von einem anderen Mod hier, die zwei. Die sind nicht formdit. Jetzt habe ich das hier so.
stark gekontert. Ich muss hier. Aufschrauben. Center Pin. Okay. Dafür gibt es Ersatzteile, die dieses weiße Teflon, nehme ich mal an, das ist Teflon. Will ich mal stark offen. Das ist Clear Window 15er Base. Auch alles sehr sauber verarbeitet. Einfach gut. Ja, der Verdampfer ist ja eigentlich nichts Neues, aber mir gefällt er sehr gut. Und vor allen Dingen auch in der Dampfleistung ist da auch sehr gut, sehr zufriedenstellend. So, jetzt montieren wir das wieder zusammen. Einfach so montiert. Entweder oben oder unten. Wichtig ist es, hier beim Einschrauben halt stramm sitzen tut. In dem Falle werde ich jetzt das Steel Window montieren. So, Steel Window geht alles einfacher. Einfach bis zum Einschlag feste anziehen. As hard you can't, Imeo. Imeo, as hard you can. Center pin. Der hat hier so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein leichtes Gewinde gekriegt. Gut so. Ja, ich zeige auch gleich die mitgelieferte Schraube. Wenn ich die denn. Ja, da ist sie. Das Original sieht ja so aus. Das ist normalerweise die Schraube, die da reinkommt tut. Also ich mache mal kurz scharf zu kriegen. Ja.
auch sehr in Ordnung. Das Ganze sieht dann so aus. Links und rechts kommen die Schrauben dann. Also das eine ist zum Füllen. Diese Seite kann man dann entweder offen lassen oder halt die Schraube so drin lassen, dann immer auf und zu drehen. Hier kommt der Docht rein und da ist der sogenannte Minuspol, also die Schraube für Minuspol. Die erste Version mit den Imbusschlüssel fand ich persönlich besser, weil die Länge von den Schrauben waren ja nur die Hälfte, also war die Luftzirkulation der Verdampferkammer somit um ein erheblich besser, weil die Schrauben hier, die klauen ja einen gewissen Raum von der Luftzirkulation und das macht sich halt bei der Dampfentwicklung bemerkbar. Also ein Anfänger merkt es nicht, wenn er gerade ein, zwei Wochen Siebverdampfer raucht, aber einer, der schon länger Siebverdampfer raucht, der merkt sofort, dass die Luftzirkulation durch diesen großen Schrauben erheblich vermindert wird und auch dadurch auch die Dampfleistung Performance erheblich geringer ist und deshalb habe ich dann, ja, ich werde versuchen, mir die alten Imbusschrauben zu bestellen, die um die Hälfte kürzer sind und damit mehr Platz schaffen und ich betreibe den DIT auch in einem anderen Mod, also in einer anderen Version, also im Center Pin hier lege ich eine Feder rein. Und benutze so Teile vom Genie Steam Machine und das da hier tue ich gar nicht mehr gebrauchen, weil der blockiert einfach zu sehr die Luftzirkulation am Docht und nehme die dann raus, benutze sie gar nicht und habe mir hier so zwei kleinere reingelegt, in dem Falle. Und gleich sieht man den Unterschied. Und damit ist die Ohmzahl auch um ein, zwei Nummern niedriger als im Original, in dem originalen Zustand. Wird hiermit auch die Ohmzahl niedriger. Im Glass-Mod, also mit Clear-Window-Mod, erhöht sich wieder die Ohmzahl um 1-2 Ohm, aber dann kann man immer hier mit der Höhe vom Centerpol arbeiten, also die Wicklung niedriger oder höher anbringen, dann zeigt er wieder eine niedrigere Ohmzahl an. Ist auch klar, ist der Weg auch kürzer. Ja, und man sieht dann halt hier den Unterschied von der anderen Schraube oder beziehungsweise der Mutter.
deutlich. Ich schraube jetzt diese Schrauben links und rechts nicht ein. So. Das ist der Diet mit seiner Verdampferbase. Die Schrift sieht man schon. Keine Wicklung drauf und kein Liquid. Also wundert euch nicht, warum es gerade nicht dampfen tut. Ja, ist nur ein Demonstrationszweck. Ach so, ja, wieder sein Drip-Tipp. Schwarz, das Ganze. Auf dem Ego-Akku ist klar, sieht das Ganze nach nichts aus. Kann man regelrecht vergessen. Es gibt mittlerweile drei verschiedene Größen vom DIT. Also einmal in 14 mm Durchmesser, dann einmal in 16 mm Durchmesser oder 17 oder 18 mm Durchmesser, und das ist die 20, 21 oder 22 mm Version. Also der hat mittlerweile drei Stück vom DIT in verschiedenen Durchmessergrößen. DIT Mini, dann DIT Temon und DIT Gemini, das sieht dann auch so wie eine kleine Pyramide. Und er hat auch zwei, drei Akkuträger rausgebracht. Die Seite heißt mmvapors.gr oder .com. mmvapors.gr.com. Einfach mal reinschauen. Die Clear Windows sind sehr günstig. Centerpole gibt es zur Auswahl Stainless Steel oder Bronze. In dem Falle muss ich mir halt auch noch mal was nachbestellen, und zwar den Centerpin in Bronze, weil einfach die Stromzirkulation eine bessere Performance hat, finde ich, als diese reine Stainless Steel Version. Gerade bei einer Mesh-Wicklung machen sich diese Materialien schon bemerkbar, also in der Dampfleistung auch, wie die Coils aufleuchten, und auch in Dampfleistung ist ja die Dampfproduktion Geschmack, und wie schnell die Coils gleichmäßig aufleuchten oder halt auch nicht. Und halt hängt auch von den diversen Setups ab. Überraschenderweise kann man den auch mit Glasfaser betreiben. Habe ich probiert, funktioniert einwandfrei. Muss man halt nur ein bisschen mit der Auswahl von der Silica ein bisschen vorsichtig sein. Also 4 mm ist so das Maximum. Also 3 mm Stärke am oberen Teil, wo die Wicklung ist, ist okay, und 2 mm halt im Tank, so halt einfach ein bisschen basteln. Schmeckt sehr gut, funktioniert auch hervorragend. Ja, ist klar, der ist nicht gerade billig, aber
Er ist sehr qualitätvoll verarbeitet. Qualitatives Material, reines Edelstahl. Ich habe mal auch einen Magneten genommen, um zu testen, ob das auch wirklich Edelstahl ist. Es ist leider so, Edelmateriale, also Eisen, das edel ist, also teuer ist, sagen wir mal, edle Stahllegierungen ist ja Gold, Kupfer, Silber, Titanium, Aluminium, Bronze. Und es gibt noch viele weitere Legierungen, dazu möchte ich aber heute auch nichts sagen. Das ist einfach so viel, das kriege ich in dem Video nicht reingepackt. Und jedes Material hat auch so seinen bestimmten Einsatzzweck und auch seine Funktion. Hängt auch immer von den Ansprüchen des Kunden an. Also so viel zum Thema Eisenmaterial. Es gibt da so viel, das kann ich unmöglich hier im Video beschreiben. Es ist zu viel des Guten. Ja, das war der DIT. Und ja, im nächsten Video werde ich eine Wicklung auf dem DIT draufhauen. Und ja, einen kleinen Dampftest machen. Und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Dampfen. Und ihr wisst ja schon mittlerweile, schöne, tolle neue Videos mit vielen tollen, schönen neuen Geräten. Ciao!